erfüllt seinen Zweck. So wie das Sänger. Während des Spielers mit freundlicher Unterstützung vom MMA Chor. So gehen wir aus dem Ruhrpott. Marco Fies aus dem Ruhrpott, genauer gesagt aus Essen, trainiert dort bei Sparta Essen unter Manuel Masuch. Ja. MMA Schwergewicht. Damit hat er einen guten Trainingspartner bei sich in der Ecke. War lange Zeit das beste Schwergewicht in Deutschland sogar. Hat viel international gekämpft. Ja, und hat da in Wuppertal schon seit vielen, vielen Jahren auch ein eigenes Team. Mal der kräftigere von beiden Kämpfern. Und wir haben im letzten Kampf gesehen, wo er hinlangt. Hast du recht. Wächst kein Gras mehr und er legt hier wieder vor. Wow. Legt hier wieder los. Und sofort zum Ringen über. Varkusch versucht ihn hier runterzubringen. Ja, das einzig Richtige. Wahnsinn, ist das ein hektisches Treiben. Wenn man, ja, die Frage jetzt, wie lange kann du siehst, dieses Tempo durchhalten, wenn aber allzu lange muss er auch gar nicht mehr. Round and Pound, den er hier viel nehmen muss. Verliert seinen Mundschutz, aber der Kampf wird weitergeführt. Oh, schlecht für die Zähne. Und Varkusch versucht sich hier wieder aufzurappeln. Varkusch versucht, du siehst hier in seine Guard zu ziehen, in seine Verteidigungshaltung, also aus der Rückenlage, aber du siehst, feuert hier kommt aus hier die Triangle-Position hinein, aber Varkusch schafft es nicht, das hier zu schließen. Jetzt geht die erste Minute, ist jetzt gleich rum und jetzt wollen wir sehen, wie sie jetzt gerade nach diesem Feuerwerk stoppt. Ja. Jetzt gibt das mal den Mundschutz wieder rein. Ja, leider sie ein bisschen mehr Zeit lassen müssen. Und jetzt außerdem bin ich mal muss er abgeputzt gespannt, werden. Hygiene. Wie viel Saft Marc Dussis hier noch hat. Oh, verdammt. Denn das hat jetzt das viel Energie gekostet. Ja, und verliert ihn schon wieder. Ist das eine Strategie von Varkusch? Also das ist eine Strategie Mal von Varkusch. Kann man der ist auch schon disqualifiziert. Der brennt und der ist angeklingelt. Und er weiß ganz genau, dass wenn er den Mundschutz ausspuckt oder verliert, dass der Kampf unterbrochen werden muss. Ja, aber beide wieder eine rechte ins Spiel gebracht, wieder der Takedown, super getimed und wieder dieses beinharte Ground and Pound. Wow, ja, geht richtig die Post ab gerade. Man will es eigentlich kaum kommentieren, ich meine, die Leute können selber alle sehen, was hier gerade abläuft. Du siehst die ganze Zeit dran, wie ein Pitbull versucht ihn die ganze Zeit zu Boden zu bringen oder wie ein Löwe, der in eine Gazelle reißt. Und Du bringt ihn die ganze Zeit runter und Varkusch ist hier gerade ganz, ganz weit im Hintertreffen. Hat dir viele Treffer genommen, sein Gesicht schon schwer gezeichnet von den Treffern, die Dussi ausgeteilt hat. Und dann sieht schon fast die Verzweiflung in seinem Gesicht. Was soll er denn dagegen machen? Aber langsam, langsam. Obwohl, ich wollte gerade sagen, der Sturm legt sich, aber Dussi setzt gerade zum zweiten Sturm an. Er ist natürlich absolut nicht optimal begonnen hier, dieser Kampf für Octavio Varkusch, der hier einen absoluten Ansturm standgehalten hat. Ja. Den auch nicht. Boah, rappelt sich auf. Beide Kämpfer zurück im Stand. High-Kick-Versuch hier von Dussis. Aber dem geht langsam auch die Puste aus. 2:10 sind rum. Beide behaken sich. Jetzt wird es schwierig, noch einen K.O.-Schlag rauszuholen. Denn beide sind von der Explosivität her noch mal ein bisschen langsamer geworden. Oh, ja, schön zur Leber, Kick zur Leber. Und Dussi kann jetzt hier beenden. Varkusch ist angeschlagen. Wird hier weiter getroffen. Dussi wieder wie ein Löwe reißt er die Gazelle. In dem Fall Varkusch hat ihn wunderbar hier, geht jetzt hier in die Guillotine hinein, hat ihn wunderbar mit dem Kick zur Leber getroffen hier. Varkusch, beide Ringecken rasten schier aus. Einfach runterbringen. Ja, da fehlt wahrscheinlich auch einfach die Kraft, sich dieser Takedown-Versuche zu erwehren. Varkusch Mund weit aufgerissen, er atmet sehr, sehr schwer. Ja, und der Kampf ist kurz davor beendet zu werden. Absolut bequem in Position, Side-Control, hat ja alle Zeit der Welt zu arbeiten, seinen Gegner zu belasten von oben. Der versucht natürlich, sich die Guard zurückzuarbeiten, also dieses linke Bein durchzusliden. Aber keine Chance. Mark macht seinen Gegner schön müde. Eine gute Taktik jetzt hier, wo selber ein bisschen das Feuer fehlt, sich einfach so ein bisschen auszuruhen auf dem Gegner, sich in gute Position zu bringen, weiterhin zu schlagen, Aktivität zu zeigen. Varkusch ist hier sehr, sehr weit hinten dran. Muss hier aufpassen, dass er sich nicht in schlechte Positionen hier weiterhin begebt. Aber auch hier, er versucht immer wieder, Mark Dussi hier zwischen seine Beine zu bekommen, in eine Guard-Position, beziehungsweise in den Triangle-Choke. Ist aber nicht besonders von Erfolg geglückt. Dussi arbeitet sich weiter voran. Wie ein Zug, der durch Schnee pflügt, geht er einfach weiter voran. Bringt die Schläge ins Ziel. Auch wenn die jetzt nicht hart sind, aber das sind weiterhin Punkte. Und durch seinen wirklich fulminanten Auftakt, sehr unterhaltsamen Auftakt, liegt er noch weit, weit vorne auf dem Punktzettel. Ja,
Er schaukelt diese Runde hier auch bequem nach Hause aus der Guard seines Gegners heraus. Braucht er nicht viel Sorge zu haben. Landet immer mal eine kurze Attacke und Barkusch hat einfach nicht mehr die Kraft, hier noch eine Submission anzubringen von unten. Oh, Upkick. Sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt jetzt den Sinn, was Barkusch hier versucht, hier wieder aufzustehen. In einem Stand ist die Gefahr, dass er K.O. geschlagen wird, höher, als wenn er unten aus der Guard heraus arbeitet. Du siehst, meinst du? Nein, Barkusch versucht hier hat ja gerade eben versucht aufzustehen. Dusi macht wunderbare Arbeit aus der Top-Control hier. Wenn ich Barkusch wäre, würde ich versuchen, die Guard zu holen, die Guard zu halten, denn da kann ich wenigstens den Kampf noch einigermaßen kontrollieren. Hier mit Dusi im Rücken, wie ein Gorilla, der gerade auf jemanden losgeht. Boom. Da geht er wieder zu Hochdecker. Spielend leicht lässt er sich da runterbringen von Marc Dusi. Ist für mich die Frage, ob Barkusch noch zur zweiten Runde antritt. Ja, ich wollte gerade sagen, das war eine katastrophale erste Runde und in der Ecke von Björn Schmiedeberg wird man sich nun überlegen, ob man vielleicht das Handtuch wirft. Sieht allerdings nicht danach aus. Da wird zumindest fleißig gefädelt. Wir sehen hier nochmal ein paar Highlights dieser ersten Runde, die von Anfang bis Ende dominiert wurde von Marc Dusis. Ja. Oh, aber da war auch gut drin und das war halt eben der Kick zur Leber. Das hätte es schon sein können. Da war er richtig angeklingelt, hat sich Barkusch gerade noch so in den Clinch hineingerettet. Oh, das linke Auge ist auch schon arg zugeschwollen. Mit dem Lucky Punch ist hier immer noch alles möglich. Dusi wird aber, denke ich mal, auch ein bisschen den Gang runterschalten. Er sieht auch etwas, atmet auch etwas schwer, läuft hier direkt in eine Rechte hinein. Wäre ja, natürlich ein absolutes Ding, wenn Barkusch das hier nochmal drehen würde. Die Hände komplett unten. Dadurch, dass er so muskulös ist, kann er gar nicht so stark die Hände oben halten. Aber so wunderbar, der schöner Takedown von Dusi, perfekt gemacht. Macht dort weiter, getan, wo er in der ersten Runde aufgehört hat. Und Dusi passiert hier wieder die Guard-Position. Na, befindet sich gerade noch mitten im Pass drin. Barkusch versucht sich immer wieder erfolglos daran, Dusi in einen Würger hineinzubringen. Ah, jetzt vielleicht? Nein. Er reitet quasi auf Barkusch, dass sich hier immer wieder der Schläge erwehren muss. Und seine Ringer kann eigentlich fast nichts Besseres von ihm verlangen, als das, was er gerade eben macht. Er dominiert hier komplett wieder den Kampf durch seinen starken Bodenkampf und durch sein überlegenes Ringen. Da haben wir von Barkusch nicht sehr viel gesehen bisher. Und verliert da wieder zum den Mundschutz. Dritten Mal der Mundschutz draußen und da muss er aufpassen, dass er nicht wenigstens einen Punkt abgezogen bekommt. Ja, du siehst. Ja, und wer hätte gedacht, Sascha, dass. Oder wer hätte in den ersten Sekunden dieses Kampfes gedacht, dass der hier mal noch in die zweite Runde geht? Ja. Das hätte in beide Richtungen gehen können, aber Dusi hat einfach das Oberwasser durch die bessere Kontrolle. Ah, schönes Knie zum Körper. Knie zum Körper dürfen geschlagen werden, getreten werden, allerdings nicht zum Kopf. Und da sackt Barkusch zusammen, also der Treffer hat ihn auch härter mitgenommen, als man vielleicht zunächst dachte. Ist jetzt hier in der Turtle-Position, also der Schildkrötenhaltung, versucht aufzustehen, wird aber sofort wieder abgedrückt. Barkusch wird hier komplett von vorne bis hinten dominiert gerade. Es ist auch nicht schön anzusehen. Der Ringrichter möchte auch hier einschreiten und wird jetzt einschreiten. Das war's. Das ist der wunderbar. Dusi hat sie kaputt gearbeitet. Gerechtfertigter Abbruch. Kaputt gearbeitet. Sobald wow. ein Kämpfer sich nicht mehr intelligent verteidigt, so sagt es das Regelwerk, wird ein Kampf gestoppt. Das war hier nicht mehr der Fall. Dementsprechend korrekter Abbruch von Steffen Ramelow, dem Referee. Wir haben es gesehen vom Referee. Er hat auf, hier sieht man es nochmal, hat Barkusch darauf hingewiesen, verteidige dich. Kam nichts mehr und dann musste er abbrechen. Ist auch besser so in dem Sinne, um weitere Verletzungen. Ich meine, wir reden hier von schweren Hirntraumata, die man da zu sich, also die man da aufnehmen muss quasi. Den Gegner, den Kämpfer einfach davor zu bewahren. Sofort gegen der Referee dazwischen kommt auf immer ein heftiges Ground und Pound. Der Sieg bleibt im Ruhrpott. Marc Dusi!